Moin Leute, was geht? Mein Name ist EduGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute mache ich mal, GPS, Laune, Laufstil, Sprachchat. Ach so, niemand. Mich kann überhaupt keiner hören. Komisch. Nun ja, auf jeden Fall. Hey, moin Leute, was geht? Mein Name ist EduGamescom auf der PlayStation 4. Ist nochmal mein Gamertag, den ich die ganze Zeit immer laber. Ich bin Level 53 und habe ja seit Monaten nicht mehr online gezockt. Aber heute zocke ich mal wieder online als kleine Special. Und wir gucken mal. Und zwar habe ich ja so viel Geld angehäuft, dass wir uns eigentlich mal was Neues kaufen könnten. Und zwar einen besseren Kampfjet. Den müsste ich mir eigentlich leisten können. Jetzt schauen wir aber erstmal, was kostet eigentlich der Panzer? Hier gibt es, glaube ich, einen Panzer. Okay. Ach, da ist der Panzer. Sorry, ja. Ich dachte, der Panzer hätten die schon irgendwie entfernt. Gibt es aber erst ab Level 70. Ist ein bisschen scheiße, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber das macht ja mal gar nichts. Ihr seht, die Preise sind relativ hoch. Aber wir nehmen, glaube ich, den besseren Kampfjet. Den kaufen wir uns jetzt. So, Legendary. Ah, nein, warte. Einfach drauf. Und jetzt passt auf. Was steht da? Hochleistungsjet, Trainingsflugzeug, du wirst Loopings fliegen, am Tower vorbeibrausen und Atombomben werfen, bevor du amerikanische irgendwas machst. So. So sieht es drin aus. Und das Ding ist gekauft. So, dann gehen wir mal Kontakte. Und jetzt testen wir dieses Flugzeug mal. Diesen besseren Kampfjet für euch. Natürlich werde ich noch einen Fallschirmsprung machen. Und ja. Besser, da ist er. So. Jetzt gehen wir zum Besseren. Und dann schauen wir mal. Passt mal auf. So, der bessere Kampfjet. 1 Million $ hat er gekostet. Und ich hoffe, das Ding ist auch gut. Wir machen jetzt mal einen Fallschirmsprung. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, X muss ich drücken, um den Fallschirm zu öffnen. So, passt mal auf. Achtung! Jetzt hoffe ich nur nicht, dass der Helikopter auf den Besserer stürzt. Ja, macht er nicht. Wunderbar. Und da ist er. Das ist der bessere Kampfjet. Der hat mich 1 Million $ gekostet. Und jetzt schauen wir mal. Hat soweit, ich glaube, auch einen Schleudersitz. Und die First-Person-Ansicht oder die Ego-Ansicht sieht sehr geil aus. Schön detailliert. Und jetzt starten wir das Ding mal. Was war das jetzt für ein Scheiß? Och Mann, diese Bullen, Alter. Die geben mir sowas auf den Sack. Ehrlich, Mann. Tut uns schrecklich leid. Mein Fahrzeug ist zerstört. Na, vielen Dank auch. So, wartet mal. Wir machen das jetzt anders. Wir holen uns den nochmal. Hallo, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. So, ein neues Modell ist verfügbar. Oh Mann! Leute, ich will nur in dieses Kackfahrzeug einsteigen. So, ich habe ja auch nicht mal. Ich kann nicht mal eine Waffe ziehen, weil ich im Ding-Modus drin bin, im Passiv-Modus. So, exakt. Also, wir fahren jetzt da nochmal hin. Genau. Zack. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hat sich nicht viel getan, als ich weg war. Also,
Ja, was hat sich hier getan? Nicht viel. Wirklich nicht viel. Du bekommst $2000 für eine gute Führung. Das hört sich doch gut an. Ich muss erstmal gucken, was hat sich eigentlich jetzt in dieser Zeit getan? Gibt es jetzt einen Stripclub oder was weiß ich? Was ist das? Zeitrennen gibt es jetzt. Ja gut, die erweitern ja immer das Spiel. Pacific Standard. Keine Ahnung. Ich glaube, diese Missionen sind ja immer noch gleich. Diese Heist-Mission da. So. Also das ist jetzt der bessere Kampfchat. Ups. Und das Ding ist schnell. Das Ding ist richtig schnell. Da können wir eigentlich jetzt schon starten. So, Fahrwerk können wir natürlich einfahren und wieder ausfahren. Für die Leute, die kein Grand Theft Auto haben. Es gibt ja auch ein paar Leute auf meinem Kanal, die das nicht haben. Und ich muss sagen, das sieht doch richtig cool aus. Hier das Fahrwerk einfahren und das Fahrwerk wieder ausfahren, einfahren, ausfahren und so weiter. Und was sofort auffällt, das Ding ist richtig schnell. Also wir können schnell Höhe machen. Wir können jetzt mal ganz hoch fliegen und dann springen wir einfach mal ab. Das habe ich auch mal gemacht in einem meiner Videos. War das erfolgreichste Video von mir. Das hat über 100.000 Views, wo ich den höchsten Fallschirmsprung in GTA mache. Ich bin ganz hoch geflogen. So auf 3.000-4.000 Meter ungefähr. Und bin dann einfach abgesprungen. Und das machen wir heute auch. Wartet mal. So, das haben wir gleich. Jetzt haben wir gleich die maximale Höhe erreicht. Ups, Strömungsabriss. Ich glaube, ups. Höher als so geht nicht. Also würde ich mal sagen, ihr seht, der Chat hat einen Schleudersitz, der mich in die Höhe katapultiert. Oh, wo ist der Chat jetzt hin? Der Chat ist schneller als ich. So, das ist jetzt. Schneller geht's echt nicht beim falschen Springen. Ich meine, jetzt bin ich mitten im Sturzflug. Und man sieht, die Erde kommt ein bisschen näher. Ah, natürlich nur ein bisschen. Zack, Fallschirm geöffnet. Und jetzt noch sicher landen. Zack, das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao.